Herzlich willkommen zum Eco-Talk. Schön, sind Sie dabei. Das grösste Risiko für die Schweiz ist nicht etwa nochmal eine Pandemie. Das grösste Risiko ist ein massiver Strommangel. Wir brauchen mehr Strom in Zukunft wegen der Elektrifizierung der Autos, aber auch für die Wärmepumpen im Winter. Aber woher soll der Strom kommen? Vielleicht doch von einem neuen AKW oder eher doch von Erneuerbaren, also von Wind und Solar. Das müssen wir diskutieren mit unseren Gästen, die da sind. Suzanne Thomas, sie ist Chefin vom börsenkotierten Energiekonzern BKW. Herzlich willkommen. Dann der Werner Luginbühl ist bei uns, er ist Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission, der die Einhaltung des Stromversorgungs- und Energiegesetzes überwachen muss. Der Strompolizist, sage ich jetzt einfach mal. Und der Gianni Operto, er ist Präsident der Dachorganisation der Wirtschaft für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Aber bevor wir so richtig in die Diskussion einsteigen, doch noch mal die Frage, wie setzt sich eigentlich der Strommix in der Schweiz zusammen? Wie produzieren wir in der Schweiz den Strom? Die Schweiz produzierte 2019 insgesamt 72 Milliarden Kilowattstunden Strom. Dieser stammte zu 56% aus Wasserkraft und zu 6% aus neuen erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Biomasse und Kleinwasserkraft. 35% stammten aus Kernkraft, knapp 3% aus fossilen Energien. Aus der Atomenergie will die Schweiz gemäß Energiegesetz schrittweise aussteigen. Gleichzeitig soll der Anteil der neuen Erneuerbaren laut dem Gesetz deutlich ausgebaut werden. Bis 2035 soll er von heute knapp 5 Milliarden auf 17 Milliarden Kilowattstunden und bis 2050 auf 39 Milliarden Kilowattstunden steigen. Fragt sich, ob die künftige Stromproduktion für den steigenden Verbrauch für Elektroautos und Wärmepumpen reichen wird. Vor allem im Winter ist die Schweiz heute schon auf Stromimporte aus den Nachbarländern angewiesen. Wo sich die Produktion in den nächsten Jahren ebenfalls verändern wird. Kommt es also zur Stromlücke? Und wenn ja, wie groß wird sie sein? Herr Luginbühl, Sie von der ELCOM, also von der Elektrizitätskommission, warnen ja immer von dem Strommangel, dem Frühling wieder und zunehmend eindringlicher. Warum? Die Schweiz hat heute eine der sichersten und zuverlässigsten Stromversorgungen. Wie wir es gehört haben, haben wir über das Jahr gesehen, dass wir nur Strom produzieren, dass wir im Sommer exportieren können, aber im Winter müssen wir importieren. Wir werden in den nächsten Jahren die Atomkraftwerke außer Betrieb nehmen. Dadurch entsteht eine Stromlücke, die massiv ist im Winter. Bis jetzt ist man davon ausgegangen, dass man das durch Importe decken will. Und wir warnen davor. Wir sagen, es ist möglich, dass man die Importe erhöht. Bis jetzt war das im Winter ein halbes Jahr etwa 4 Terawattstunden. Aber halt oder aufpassen, es gibt irgendwo Grenzen. Und das ist ein Grund gewesen, warum dass wir bis jetzt schon gewarnt haben und warum dass wir gesagt haben, wir wetten oder wir sind der Meinung, dass man nicht mehr als 10 Terawattstunden sollte importieren. Und jetzt ist als zusätzliches Element noch der Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen passiert, was dazu führt, dass sich die Situation zusätzlich erschwert, dass es noch ungewisser wird, ob wir genügend importieren können. Weil wir kein so ein Stromabkommen haben. Frau Thomas, ist es wirklich so? Würden Sie auch warnen vor einer Stromlücke? Weil ich kann mich erinnern, Energiekonzerne haben schon vor 10 Jahren vor einer Stromlücke gewarnt, immer wieder gewarnt. Und es ist nichts passiert. Im Gegenteil, der Strom ist immer günstiger geworden an der Strombörse. Und da haben wir immer so ein bisschen das Gefühl, ja, die Glaubwürdigkeit der Stromkonzerne, wenn sie da warnen, ist nicht so wahnsinnig gross. Ja, man muss halt einfach die Fakten anschauen. Und die sind natürlich tatsächlich so, dass sich bei uns eine Stromlücke auftut. Insbesondere eben auch, weil unsere Nachbarn auch ihren Kraftwerkspark umbauen und für sich selber im Großen und Ganzen auch in Extremsituationen noch genügend Strom haben, aber nicht mehr zum Importieren. Und wir bauen eben Kernenergie zurück und vertraut nach wie vor darauf, dass wir von unseren Nachbarn importieren können. Und das ist bei so einem zentralen Punkt wie der Stromversorgung von einem Land wie der Schweiz halt schon ein bisschen mit, mit,
mit viel Glauben verbunden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt, das ist überhaupt das grösste Risiko der Schweiz. Würden Sie das auch so sehen? Ja, das grösste oder nicht das grösste, das ist auf jeden Fall ein sehr grosses Risiko. Und man muss sich vorstellen, ein Tag kein Strom, das hätte immense wirtschaftliche Folgen. Und auf das sollte man es nicht einlassen. Eben so ein Blackout, Herr Luginbühl, Sie haben mir mal gesagt, da bricht Anarchie los. Nach relativ kurzer Zeit, ja. Wir müssen sicher nicht davon ausgehen, dass wir 14 Tage, 3 Wochen keinen Strom hätten. Aber Probleme kommen sehr schnell und in einem Ausmaß, wo sich das sehr viele Leute nicht vorstellen können. Wir sind heute in der bequemen Situation, dass wir immer darauf vertrauen können, dass der Strom fließt. Und alle, die mal schon einen kurzen Ausfall erlebt haben, wissen, was das bedeutet. Es geht nicht mehr. Mhm. Und der Schaden ist sofort immens. Und wir haben gesagt, eine wichtige Rolle spielt auch, Herr Roberto, dass wir ja wollen, unsere Autos elektrifizieren im Zusammenhang mit der Klimaneutralität und so, Wärmepumpen. Spielt das eine wichtige Rolle, dass die Nachfrage wirklich stark steigt? Sehen Sie das auch so? Die Umstellung der individuellen Mobilität wird sicher zu einer Erhöhung des Stromverbrauchs führen. Wir sehen auch jetzt schon, ich glaube, 5 von 6 erneuerten Heizungen sind mit Wärmepumpen mittlerweile. Das wird sicher, auch wenn sie effizient sind, wird das zu einem höheren Verbrauch führen. Ich möchte aber vielleicht einfach noch ergänzen zum Thema Stromlücken, das man in der Vergangenheit diskutiert hat. Dort ist es immer um Produktionskapazität gegangen. Aber nur Produktion reicht nicht. Man muss den Strom noch zu den Kunden bringen. Und die meisten Stromausfälle, die wir kennen, sind, weil es irgendwo im Netz, im Quartier, noch ein Kabel beschädigt worden ist bei einer Bauarbeit oder so. Das sind die Ausfälle, die wir heute haben. Aber wir reden jetzt davon, dass das Gesamtsystem nicht mehr mag funktionieren. Also das heisst, Produktion und Netz, beides es fehlt, sind Probleme. Aber wer ist eigentlich in der Schweiz für die Versorgungssicherheit zuständig? Sind Sie das von den Stromkonzernen? Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben das so geregelt, dass der Markt für die Versorgungssicherheit zuständig ist. Der Markt das funktioniert? Ja, das funktioniert. Wir haben es ja jetzt gerade gehört. Das funktioniert an und für sich sehr gut. Wir haben seit Jahrzehnten eine sehr gute und sehr sichere Stromversorgung. Aber die Parameter haben sich nicht stark geändert. Nicht zuletzt natürlich auch aufgrund von Eingriffen vom Staat, von politischen Entscheidungen in der Schweiz und im Ausland. Und jetzt müssen wir da eine neue Balance finden. Aber Sie sind doch irgendwo auch zuständig. Sie warnen ja immer. Weshalb können Sie nicht mehr machen als warnen, sondern mal sagen, so, jetzt machen wir mal etwas zu Bern, wenn Sie doch der Präsident der Elektrizitätskommission sind, der Strompolizist vom Land? Also es ist grundsätzlich so, dass wir nicht einfach eine Stelle haben, die verantwortlich ist. Es ist eine geteilte Verantwortung. Im Grundsatz ist die Strombranche für die Versorgungssicherheit verantwortlich. Aber der Staat hat auch eine Rolle. Er muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass die Strombranche diesen Auftrag erfüllen kann. Die Kantone haben eine Rolle. Und der Staat kann dann eingreifen, wenn die Strombranche diesen Auftrag nicht erfüllt. Wenn die Strombranche nicht würde besorgt sein, dass das Netz funktioniert und dass Kunden versorgt werden. Dann kann der Staat wieder eingreifen. Das war bis jetzt glücklicherweise nie der Fall, dass der Staat eingreifen musste. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass dieser Zeitpunkt einmal kommen kann, wenn wir sehen, dass Lücken entstehen, die aber nicht wenn mal eine Lücke wirklich vielleicht, wenn da ist. Ja. Ich möchte etwas sagen, was natürlich absolut richtig ist, ist, dass wenn man ein Netz betreibt, dann hat man eine Konzession und Konzessionsvereinbarung und man muss dafür sorgen, dass das Netz ordentlich unterhalten ist. Aber in der Schweiz ist niemand dafür verpflichtet, in Produktionsanlagen zu investieren. Das ist ja Geld, das auch jemand anderem gehört. Also diese Verpflichtung hat niemand. Aber jetzt, wenn wir hören, es gibt einen Strommangel, das ist eine wunderbare Ausgangslage für einen Stromproduzent, weil der könnte ja jetzt viel Geld verdienen, indem der Strommangel quasi versucht auszuradieren. Das ist ja wunderbar. Wenn man einen Mangel hat, man ist in der Marktwirtschaft, dann macht man doch ein Angebot. Also Sie müssen den Strom anbieten. Ja, das ist viel komplizierter als das. Ein Mangel ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit einem guten Geschäft. Insbesondere, wie wir ja gehört haben, der Mangel ist vor allem im Winterhalbjahr, in 1, 2, vielleicht 3 Monaten. Und Kraftwerke baut man für das ganze Jahr. Und das wäre sehr schwierig, dann in dieser Zeit die Kraftwerke zu realisieren. Da reden wir dann noch drüber. Genau. Jetzt tun wir aber mal noch. Jetzt haben wir gesagt, wir haben ein Problem irgendwo durch. Jetzt müssen wir irgendwie eine Lösung haben. Eine Lösung ist natürlich, Roberto, wir importieren einfach den Strom. Wir haben bis jetzt schon Strom importiert, exportiert. Wieso wird das schwieriger nochmal?
Also auf der einen Seite, wenn man die Szenarien durchdenkt, wenn man nicht für sie machen mit dem Zubau von nationaler Produktionskapazität, dann gibt es gewisse Berechnungen, wo man 14 Terawattstunden importieren müsste. Das schafft unser bestehendes Netz nicht. Also es ist schon eine Frage vom Netz, es ist nicht nur eine Frage, rein technisch kommt man dort, also man bringt es noch durch, aber man hat keine Reserve mehr. Es ist null Sicherheit, es ist, man balanciert auf einem schmalen Seil. Das ist ein ganz grosses Risiko. Ob die benachbarten Länder dann die entsprechende Kapazität hätten, die sie uns würden zur Verfügung stellen, produktionsmässig, und ob dann mit dem gescheiterten Stromabkommen überhaupt die Grenzkapazität verfügbar wäre, wage ich keine Prognose. Das ist die Ausgangslage. Sagen Sie uns mal noch, Herr Lungenbühl, das heisst immer, wegen dem Stromabkommen haben wir dann irgendwann ein Problem mit dem Stromimport. Wie hängt das eigentlich zusammen? Erklären Sie uns das mal. Also die Schweiz ist bis jetzt davon ausgegangen, dass wir früher oder später Teil von dem europäischen Strommarkt werden. Und seit dem Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen wissen wir, dass das vor der Hand ganz sicher nicht der Fall wird sein. Das heisst, die Schweiz wird, obwohl sie an 42 Stellen mit umliegenden Ländern verbunden ist, ein bisschen zu einer Strominsel. Wir können nicht mehr profitieren, beispielsweise von diesen Solidaritätseffekten. Also die EU-Länder sind verpflichtet, dass, wenn eins eine Not in einer Notsituation ist, dass sie Unterstützung bekommt vom anderen. Von dem haben wir uns verabschiedet. Das heisst, wir können keine Unterstützung über, wenn wir ein Problem haben. Ich habe mit meinem deutschen Kollegen die Frage kürzlich diskutiert. Und ich habe ihm die Frage gestellt, wäre es möglich, dass ihr eure Reserven, sie haben maßgebliche Reserven, auch für uns zur Verfügung stellen. Und sie sagen uns, wenn wir können, helfen wir. Aber wir können euch nichts versprechen. Das heisst, es gibt keine Verpflichtung, sondern es ist freiwillig. Für sie. Es ist sogar juristisch verboten. Also die EU-Gesetzgebung ist so, dass sie in den Drittstaaten keine Unterstützung dürfen geben. Also ich glaube, Netzbetreiber würden uns noch so gerne unterstützen, ja. Aber sie dürfen nicht. Da kommen die Juristen und schieben die Regel durch. Da haben wir eine Frage von einem Zuschauer, der mir schreibt, woher kommt denn der Strom bei anhaltend schlechtem Wetter im Winter, wenn Millionen neue E-Autos und Wärmepumpen fürs Heizen Strom beziehen? Also, Frau Thomas, ich würde sagen, aus dem Import kommt es nicht, das langt nicht. Es kann aus dem Import kommen, aber man kann nicht mit Sicherheit darauf zählen. Das ist die Problematik, dass man in den kritischen Situationen den Strom aus dem Ausland nicht überkommt. Und die Frage, die da völlig zu Recht natürlich gestellt wird, da müssen wir jetzt als Gesellschaft eine Lösung finden. Und da spielt natürlich jeder eine gewisse Rolle. Das heisst, wir müssten eigentlich, wenn wir kein Stromabkommen haben, weniger können importieren, müsste die Schweiz eigentlich sagen, wir investieren jetzt in einen Ausbau vom Strom, oder? Also wir hätten in jedem Fall müssen investieren in den Ausbau, weil die Kernkraftwerke werden ja in absehbarer Zeit außer Betrieb gehen. Das hätte schon einen massiven Zubau bedingt. Jetzt kommt dazu, dass wir mehr Strom werden brauchen in Zukunft. Elektromobilität, Wärmepumpe, das wird einen weiteren Zubau bedingen. Und jetzt haben wir noch das zusätzliche Problem, dass die Importe schwieriger werden. Wir sind im Moment in der Phase der Ungewissheit. Wir wissen nicht, wie wir zu Gang werden kommen mit der Europäischen Union, ob es gelingt, technische Abkommen zu schließen, die einen Teil der Probleme lösen würde. Also im Moment sind wir in einer sehr schwierigen Situation. Wir gehen tendenziell Richtung eine Strominsel da sein und wer eine Strominsel werden will, der muss sich auch die Frage stellen, wie will ich die Insel versorgen. Das ist genau die Frage. Es sind natürlich jetzt wieder neue Vorschläge gekommen. Man könnte vielleicht doch wieder ein Atomkraftwerk bauen, um genau die Versorgungsproblematik zu umgehen. Aber wir haben mal zusammengestellt, wie sieht eigentlich die Geschichte der Atomkraftwerke in der Schweiz vom Anfang bis heute aus. Bitte schön. Betznau, Kanton Aargau, 1969. Inzwischen hat auch in der Schweiz das Atomzeitalter endgültig begonnen. Nämlich vor 52 Jahren, als mit Betznau 1 das erste Atomkraftwerk ans Netz geht. Vier weitere Werke nehmen innerhalb 15 Jahren den Betrieb auf. Betznau 2, Mühleberg, Gösgen und Leibstadt. Ein sechstes sollte bald dazukommen. Kaiser Augst, Kanton Aargau, 1972. Der Bundesrat bewilligt den Standort.
Doch der Unmut in der Bevölkerung ist groß. Kaiser Augst wird Symbol der Anti-AKW-Bewegung. 15.000 Personen besetzen 1975 das Baugelände. Immer wieder kommt es zu Demonstrationen. 16 Jahre lang. Bis 1988 der AKW-Plan aus wirtschaftlichen Gründen begraben wird. Obwohl er 1,3 Milliarden Franken verschlungen hat. Gösgen, Kanton Solothurn, 2008. Nächster Versuch eines neuen AKW. Es wäre das zweite in diesem Bezirk. Doch die Pläne versanden schnell. Der Grund? Die Reaktorkatastrophe 3 Jahre später in Fukushima. Der Unfall leitet die Energiewende in der Schweiz ein. Keine neuen Atomkraftwerke sollen entstehen. Dem stimmt das Volk im Rahmen der Energiestrategie 2050 zu. Erster Meilenstein der neuen Ära, Mühleberg, Kanton Bern, 2019. 3, 2, 1, 0. Bevor wir schießen. Das erste Schweizer Kernkraftwerk geht vom Netz. 4 Werke sind noch in Betrieb. Decken diese mit den anderen Energiequellen den Bedarf? SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher entfacht die Debatte neu. Wir müssen jetzt schauen, dass die bestehenden Kernkraftwerke, wenn sie sicher und effizient noch betrieben werden können, dass sie länger laufen können. Dann sollte man die neuen Technologien auch verfolgen, neue AKW-Technologien, die es gibt. Ja, das war die Forderung von Magdalena Martullo. Wir haben sie selbstverständlich in die Sendung eingeladen. Sie hat abgesagt, sie hat auch nicht zu dem Thema ein Interview geben. Schade. Aber jetzt frage ich Sie natürlich, Frau Thomas, Sie haben vor ein paar Monaten ein Atomkraftwerk Ihres Mühleberg abgestellt. Ist das jetzt ein Fehlentscheid? Ah, nein, das war sicher kein Fehlentscheid. Das ist aus wirtschaftlichen Gründen passiert. Der Entscheid ist auch 2013 gefällt worden. Und der ist absolut richtig. Aber vielleicht doch zu früh. Jetzt heisst es zum Beispiel, man überlegt sich, ein Atomkraftwerk statt 50 Jahre, 60 Jahre sogar laufen zu lassen. Jetzt hätten Sie noch mal 10 Jahre können viel Geld verdienen mit dem Atomkraftwerk. Ja, wir hätten vorher viel Geld müssen investieren. Das wäre sehr schwierig gewesen, das so zu lösen. Aber ja, die Diskussion um Atomkraftwerk kommt jetzt wieder auf. Man muss sich einfach bewusst sein, mindestens für die nächsten paar Jahre haben wir im Sommer ja genügend Strom. Das Problem ist der Winter und vielleicht 1-2 Monate im Winter. Und das Atomkraftwerk produziert halt das ganze Jahr durch. Und von dem her denke ich, nebst dem, dass es ja 20 Jahre ging, die von heute bis das Atomkraftwerk das erste bisschen Strom würde liefern. Also das ist 20 Jahre so die Situation, wo wir damit rechnen. 20 Jahre und wir brauchen den Strom vorher, das ist mal ein Problem. Das ist meine und die Frage natürlich auch, und Sie wissen das, gibt es irgendeinen Investor in der Schweiz, der sagt, ich komme und baue ein Atomkraftwerk, das wie viel kosten würde? Ja, das kommt ganz darauf an, was sie bauen. Aber das wird extrem viele Milliarden kosten. Und würde das jemand machen? Das hängt extrem sehr davon ab, ob der Staat einem auch weitgehende Sicherheiten wird geben, auch regulatorischer Natur, gesetzlicher Natur. Man erlebt es ja immer wieder. Man investiert für 40, 50, 60 Jahre und die Politik wechselt ihre Meinung zwischen ihnen. Und das Lehrgeld hat natürlich jetzt die Energiewirtschaft auch gezahlt. Gibt es einen Investor, der jetzt einspringen würde und so ein Atomkraftwerk finanzieren? Oder der Staat müsste einfach den Strom abnehmen, zu einem bestimmten Preis, wie in England? Also, für mich als Präsident der ELCOM ist einfach der Volksentscheid vom 27. verbindlich. Solange das Politik nicht irgendwie andere Zeichen gibt, ist das für mich eine Tatsache. Und das heisst, wir bauen keine neuen Atomkraftwerke mehr. Genau. Das heisst, wir müssen ja zuerst mal in dem ganzen politischen Prozess das wieder mal umstürzen, bevor man überhaupt nur anfangen zu planen. Genau. Und so lange gilt für uns das Volksentscheid. Und das ist zu akzeptieren. Und das heisst, wir planen ohne. Und wenn man das noch einbeziehen würde, dann geht es wahrscheinlich 25 Jahre, bis ein Atomkraftwerk für die Stasi neu ist. Es geht mit Sicherheit sehr lang, wenn man das auch einbezieht. Wir wissen bei allen Atomkraftwerken in Europa, dass es massive Kosten- und Zeitüberschreitungen gibt. Also in Europa ist, wenn man die Erfahrungen schaut, in Hinkley Point oder in Finnland, ist heute von privaten Investoren sowieso nicht. Sie kennen Atomkraftwerke. Aber jetzt redet auch Frau Martullo von diesen kleinen Atomkraftwerken. Die sind günstiger, die können wir quasi schneller bauen. Neue Technologien in diesem Bereich.
Ja, die halten auch nicht ganz das, was sie versprechen. Die sind auch noch nicht ganz marktreif. Das ist auch noch ein Fragezeichen. Die gibt es noch nicht einmal auf dem Meer? Meines Wissens nach gibt es die nicht, nein. Also schwierig, Herr Roberto. Also die kleinen modularen Reaktoren ist ein Gespenst, wo man geht. Wenn man mit Experten redet, dann sagen die, das geht noch 2 Jahre, bis die industriereif sind. Das ist von denen, die das bauen wollen. Nehme ich an, dass es wahrscheinlich in 15 bis 25 geht, bis es wirklich so weit ist. Und dann muss man einfach noch berücksichtigen, dass bei der Finanzwirtschaft Nukleartechnik jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat. Weil der Luginbühl hat es vorher gesagt, es ist kein Projekt in der westlichen Welt zu weniger als Faktor 3 bis 5 von den Kosten und vom Zeitbudget überschritten worden, wo man beim Bauentscheid das Grund gelegt hat. Und das vergisst die Finanzwirtschaft nicht. Das geht nur mit massiven staatlichen Garantien. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, Enel als auch börsenkotierte Unternehmung mittlerweile hat 600 Millionen Euro gezahlt vor etwa 10 Jahren, um sich aus dem Projekt Flamanville zurückzuziehen. Einfach damit sie dort aus dem Vertrag raus können. In Olkiluoto schlägt sich sowohl das Baukonsortium als auch der Kunde schlägt sich Köpfe ein, wegen der Kostenüberschreitungen. Hinkley Point sind die einzigen. Die Hinkley Points sind die einzigen, die es würden finanzieren, sind die Russen oder die Chinesen, unter der Voraussetzung, dass wir ihre Technik einsetzen. Da tun sich die Engländer verständlicherweise ein bisschen schwer. Es ist nicht finanzierbar. Sie sagen, es gibt gar keine Finanzinvestoren, keine Banken, die das Ganze wieder finanzieren. Aber in dem Zusammenhang gerade noch eine Frage an Sie, Frau Thoma, wie Sie ja Ihr Mühleberg jetzt quasi abgebaut haben. Da fragt jemand, und das ist ja wirklich schon noch eine Frage, was machen wir jetzt mit all diesen verstrahlten Teilen da, oder? Da haben wir ja die Endlagerung, ist auch noch immer noch ungelöst. Ja, das sehen wir anders. Es gibt 3 mögliche Orte, wo man die Endlagerung machen kann. Und die Nagra wird zu gegebener Zeit in 1-2 Jahren nach dem obersten Kriterium von der Sicherheit und von der Machbarkeit einen Vorschlag unterbreiten, das Projekt unterbreiten. Aber sagen Sie das nicht auch schon seit 10 oder 20 Jahren? Ja, aber das ist nach Fahrplan plus minus. Das ist also jetzt nichts Spezielles. Da fragt nämlich jemand, wie kann Frau Thoma beim Abbau des AKW Mühleberg garantieren, dass keine relevanten Mengen an radioaktiven Partikeln in die Luft über Bern abgegeben werden? Das geht, und wo werden 600, die abgebauten strahlenden Teile und wo werden die recycelt, die Teile? Die werden ja sehr stark geputzt und bevor irgendein Teil Mühleberg verlässt, und jetzt reden wir nicht von den stark radioaktiven, sondern von den schwach radioaktiven Teilen, wird das gemessen und kontrolliert. Das ist einer der grossen Aufwände, die man hat beim Rückbau von einer Anlage, ist das eben effektiv jedes kleinste Teil muss frei gemessen werden. Es muss gemessen werden, dass es frei ist von Radioaktivität. Und das kostet? Wie viel kostet der Abbau, der Rückbau insgesamt? Ja, summa summarum etwa 1 Milliarde. Also 1 Milliarde kostet das auch nochmal. Und dann noch die Frage, wie lange wird man die Liegenschaft nicht zivil nutzen können, dort in Mühleberg? Also die Liegenschaft wird vermutlich abbrechen, aber grundsätzlich ist es so, dass wenn alles, was radioaktiv ist, draussen ist, ist es ein ganz normales Gebäude und das könnte man theoretisch auch wieder nutzen. Aber dann das unterscheidet jetzt schon noch ein Ja, ja, das geht noch mehrere Jahre, aber das haben wir ja immer gesagt. Also das ist noch jahrelang nicht begehbar. Jetzt ist aber wieder die Idee aufgekommen, Herr Luginbühl, also man könnte begehbar einfach, ist es schon. Schon begehbar, ja, aber ja. Nicht einfach im normalen... Ja. Mensch überladen, dort reinzugehen. Herr Luginbühl, jetzt könnten wir die Atomkraftwerke alle länger laufen lassen. Ist plötzlich die Idee gekommen, statt 50 Jahre, irgendjemand hat mal gesagt 50 Jahre, ich weiß gar nicht, wie das standgekommen ist, jetzt könnten wir das Ganze auch 60 Jahre laufen lassen. Das würde uns ein bisschen spatzig geben, in der Zwischenzeit dann die Erneuerbare aufzubauen, da kommen wir gerade drauf, und würde die Strommangellage ein bisschen entschärfen. Also im Gesetz steht ja, dass keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden können. Für die bestehenden Atomkraftwerke ist das einzige Kriterium die Sicherheit. Und dort muss man wissen, dass Atomkraftwerke, die ein gewisses Alter haben, dort besteht oder wird das Risiko etwas grösser, dass mal eine Panne passiert. Und man muss auch wissen, dass die Aufsichtsbehörde Betriebsbewilligung aus Sicherheitsgründen ziehen kann. Und mit Auflagen versehen, also Investitionen, um das Kraftwerk weiter zu betreiben. Das muss man wissen.
Im Grundsatz würde das uns helfen, wenn man die Atomkraftwerke länger könnte laufen könnte. Wenn man in die Zeit wirklich nutzt und zubaut im Bereich der neuen Erneuerbaren. Aber es ist eine risikobehaftete Geschichte, weil es liegt nicht in der Hand der Politik. Die Politik kann nicht entscheiden, die laufen 60 Jahre oder 70 Jahre. Es ist die Sicherheitsbehörde, die entscheidet. Und aus den Gründen, die ich gesagt habe, steigen die Risiken, dass es zu unplanten Außerbetriebnahmen kommt. Und so steigen eben auch die Risiken, dass es dann nicht 60 Jahre sind. Weil, Frau Thoma, Ihr Kernkraftwerk war gar nicht das älteste und Sie haben das schon abgestellt. Also es gibt noch ältere, Betzenau zum Beispiel. Also da besteht die Gefahr, dass das morgen könnt jetzt schon die Enzi kommen und sagen, jetzt müsst ihr dort, das entweder abstellen oder ihr müsst wahnsinnig viel investieren, um das sicher zu machen. Das ist richtig. Ich will nicht für die anderen Kraftwerke reden, aber bekannt ist ja, dass da schon sehr viel investiert worden ist in die Sicherheit in den letzten Jahren. Also wie realistisch oder kurzfristig zu erwarten das Szenario ist, das weiß ich nicht. Aber ja, im Prinzip ist es natürlich so. Es ist entweder die Sicherheitsbehörde oder der Besitzer vom Kernkraftwerk, der das Kernkraftwerk abstellt. Also das heisst, wir brauchen Strom, Atomkraftwerk löst das Problem nur bedingt. Jetzt ist noch die Idee aufgekommen, ein Gaskraftwerk zum Beispiel. Und irgendjemand hat geschrieben mir auf Twitter, Frau Thoma ist schon investiert in ein Gaskraftwerk. Stimmt das? In der Schweiz sind wir nicht investiert in ein Gaskraftwerk, aber es ist natürlich tatsächlich so, ein Gaskraftwerk hätte viele Vorteile. Really? Nicht unbedingt, weil die BKW jetzt investieren möchte. Ja, es ist erstens mal relativ schnell gebaut, wenn man es dann wirklich haben möchte. Also so als Übergangstechnologie würde es sich tatsächlich anbieten. Und Gaskraftwerke haben auch die Fähigkeit, dass man sie sehr schnell auf- und abfahren kann. Also in dem Moment, wo sich eine Knappheit dann würde abzeichnen würde, könnte man das Gaskraftwerk eben sehr schnell anstellen und sehr schnell abstellen. Aber es ist nicht klimaneutral. Es ist nicht klimaneutral. Es würde allerdings nicht so viel CO2 produzieren, wenn man es mehr als eine Versicherung anschaut. Oder das ist wichtig. Sondern das Gaskraftwerk würde eben nicht das ganze Jahr laufen. Es würde vielleicht ein paar Jahre überhaupt nicht laufen. Und einfach dann, wenn man es wirklich braucht, weil sonst die Versorgung zusammenkippt, dann könnte man es anstellen. Also das wäre so eine Art wie eine Versicherung, genau. Die einfach dann würde eintreten, wenn man es Strom nötig hat. Ist. Genau. Und das finde ich schon, dass man das ernsthaft muss. Wie bitte? Was kostet das so? Ja, das kommt ganz darauf an, wie sie es auslegen, wie sie es machen, wie gross es ist. Aber auch das ist nicht ganz billig. Insbesondere auf Kilowattstunde, also auf die Energiemenge gerechnet. Weil eben so ein Gaskraftwerk wird nicht das ganze Jahr laufen. Das heisst, aber doch deutlich günstiger als ein Atomkraftwerk? Ja, definitiv. Ja, ja. Also von was reden wir? Eine Milliarde? Oder? Ja, so in dieser Grössenordnung. Gut, also das wäre allenfalls noch eine Lösung. Aber Sie, Herr Oberda, sind natürlich der Meinung, man müsste das Ganze mit den Erneuerbaren machen. Jetzt die Frage, wieso geht das eigentlich so langsam mit der Neu? Jetzt haben wir gesehen, 6% fängt Solar und Wind zusammen. Das ist ja wahnsinnig wenig eigentlich. Und wenn wir jetzt so unsere Atomkraftwerke, die etwa ein Drittel ausmachen, müssen ersetzen durch Erneuerbare, das ist also schon noch eine schwierige Aufgabe. Also es ist keine technisch schwierige Aufgabe, es ist eine politisch schwierige Aufgabe. Es ist die ganz, ganz grossen Widerstände sind in den Bewilligungsverfahren. Es ist teilweise unglaublich. Also wir reden alle zusammen von der Wasserkraft. Es gibt in der Schweiz kein einziges Wasserkraftprojekt, das für sie kommt. Egal welcher Größe, oder? Das muss man sich einfach mal so vorstellen. Und gleichzeitig gehen die Energiestrategie oder die Energieperspektive die gehen von einem Zubau aus. Das ist unbestritten. Ein bisschen ist da technisch noch machbar. Nicht sehr viel, weil es kommen... Also die bestehenden ein bisschen ausbauen noch. Genau. Es kommen zunehmend weitere Vorschriften mit Restwassermengen, mit Fischaufstieg und all das Zeug. Schränkt das alles ein bisschen. Aber das andere ist... Es passiert nichts. Es geht zu langsam. Sie, Frau Thoma, haben ja gesagt, Sie bauen schon seit 15 Jahren ein Windkraftwerk im Jura. Es ist immer noch nicht fertig. Das ist unglaublich. Wir bauen eben nicht. Das ist das Problem. Also Sie können gar nicht bauen. Wir haben mal geplant und jetzt machen wir den Behördengalopp, würde ich mal sagen. Aber das ist ein Hürdenlauf. Tatsächlich. Wir haben vor etwas weniger als 15 Jahren, 13 Jahren angefangen. Und wir werden vielleicht in 3-4 Jahren. Und Sie haben mal gesagt, Sie investieren gar keine
nicht in der Schweiz, es rendiert sich einfach nicht, sie investieren nicht. Es ist doch eigentlich tragisch, dass Schweizer Stromkonzerne nicht in der Schweiz investieren, wenn wir Strom brauchen. Ja, das ist tragisch. Das und wie kann man genau das ändern? Gleich. Zumal ja gerade unser Unternehmen ja sehr stark investiert im Windbereich, aber außerhalb der Schweiz. Es müsste einen Konsens geben in der Schweiz, dass man die Energie will, auch wenn sie im eigenen Garten, im übertragenen Sinn, im eigenen Garten produziert wird. Und das ist also Politik statt. Ich habe gestern die Kanzlerkandidatin von den Grünen gesehen, Annalena Baerbock. Da hat man sie gefragt, was ist die erste Handlung, wenn sie im Bundeskanzleramt sind. Dann hat sie gesagt, eine Solardachpflicht. Auf jedes Dach kommt ein Solardach. Einfach als Verpflichtung. Müssen wir so etwas in der Schweiz machen, dass es mal endlich vorwärts geht? Ja, die Pflicht sehe ich nicht. Aber ich denke, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir eigentlich alle Gebäude ausrüsten, entweder auf dem Dach oder an der Fassade, mit diesen Technologien. Weil wir werden den Strom in der Zukunft brauchen, wenn wir die Elektromobilität pushen wollen. Und an diesen Gedanken muss man sich gewöhnen. Und die Aufgabe der Politik ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo einerseits, was die Sensibilisierung betrifft, was Anreize betrifft, genügend hoch sind, dass entsprechend investiert wird und dass schneller investiert wird. Also, Herr Roberto, wo sind die Anreize? Ist das einfach immer noch zu teuer? Wird es zu wenig gefördert? Zu wenig braucht Subventionen? Es braucht eine Regelung, dass sich auch für einen kleinen und für einen grossen sowieso, weil ohne Grossanlagen schaffen wir die Energiewende nicht. Also nur mit den Einfamilienhäuschen wird es schwierig. Da braucht es Anreize in irgendeiner Form, damit wir dort dann endlich mal für sie machen können. Ich habe nämlich auch eine Frage für Sie von einem Zuschauer, der sagt, weshalb wird der eingespeisene Solarstrom entgegen von der hohen Verkaufspreise so schlecht vergütet? Das hängt damit zusammen, dass wenn ich den Strom beziehe, dann zahle ich fürs Netz und die Produktionskosten. Und wenn man ihn zurückgibt, dann kommt man nur etwas über für Produktionskosten. Das ist halt so, ist nachvollziehbar. Mit dem vergleichen die Leute das halt. Ich glaube nicht, dass das die Rettung wäre von den Systemen. Es kommen sehr viele private Anlagen, die rechnen sich natürlich mit dem vermittelten Bezug. Aber wenn man die Rücklieferung, die Netzgebühren noch quasi zurückerstatten würde, ich weiß nicht, wie man das wirtschaftlich darstellen würde, aber eine Anlage rendiert nicht wegen der Rücklieferung, sondern wegen dem vermittelten Bezug. Aber sagen Sie mir, Thomas, wann, unter was für einer Bedingung würden Sie jetzt wieder in der Schweiz investieren? Ich möchte noch etwas sagen zur Förderung der Solarenergie. Oder unser Hauptproblem in den nächsten 20 Jahren ist der Winter. Und es ist wahr, dass Solarpanels auch Energie im Winter beisteuern, aber relativ wenig. Und wir haben jetzt schon die Problematik, dass im Sommer eigentlich der Solarstrom wenig ökonomischen Wert hat. Also manchmal müssen ja die Leute zahlen, damit sie den Strom können verkaufen. Darum dürfen wir bei aller Sympathie für die Photovoltaik, wo man sieht, Winterthematik, kann es einen Beitrag leisten, wollte ich gar nicht wegdiskutieren. Aber die grosse Versorgungslücke, die auf uns zukommt, wird es nicht decken. Jetzt muss ich aber widersprechen. Das ist so. Also das ist ja ein technisches Problem und das ist immer gut, wenn man das den Techniker vorlegt. Und Techniker haben angefangen, also gerade Solar steht im schlechten Ruf, das produziere ich vor allem im Sommer und im Winter, wenn wir es brauchen, nicht. Und wenn man mit den Technikern redet, die haben jetzt auch erste Anlagen gebaut, die im Winter sogar knapp mehr produzieren. Wenn man die Solarmodule anders aufstellt, an anderen Standorten, da gibt es diverse Ansätze. Ich wollte jetzt so nicht zu weit in die Technik hineingehen. Aber man kann das Verhältnis Sommer-Winter auch beim Solar verbessern. Das andere, was natürlich ganz entscheidend wäre, was im Winter extrem würde helfen, wäre, wenn man Wind zubauen könnte. In der Schweiz hat es Windkapazität. Das wäre eine geniale Unterstützung. Und dann kommen noch die anderen Technologien, Biomasse, wo regelbare Energie wäre. Also Biomasse wird die Energiewende nicht retten, aber es wäre fahrlässig, das Potenzial der Biomasse nicht mitzunehmen. Genauso wie bei der Kleinwasserkraft. Und ich glaube halt immer noch, dass am Horizont Geothermie aufkommt. Die wird uns dann auch noch mal einmal helfen. Aber
Das brauchen wir alles. Wir sind schon fast am Ende der Sendung. Vielleicht noch schnell einen Schau in Bühl. Aus Ihrer Situation heraus ein Tipp. Was muss man konkret jetzt machen? Unbedingt. Damit das Problem nicht eintritt, das Sie immer davor warnen. Wir müssen mehr Produktionskapazitäten haben im Winter. In allererster Priorität. Und wir werden uns auch müssen überlegen für die Zukunft, ob wir halt, wie andere Länder das auch machen, wo Bandenergie zurückfahren und fluktuierend zufahren, ob wir Reservekapazitäten müssen schaffen in unserem Land. Frau Thoma, eine konkrete Massnahme, die wir unbedingt jetzt machen müssen. Ja, wir haben von der Reservekapazität geredet, das sehe ich auch so. Und wir müssen unser Netz stabilisieren. Wir haben über das Netz gar nicht geredet. Und das Netz ist aufgrund von der Situation in Europa immer schwerer zu stabilisieren. Die Swissgrid muss immer mehr ins Netz eingreifen. Und das ist ein Problem, das auch sehr kurzfristig könnte sehr unangenehm sein. Also das wäre vielleicht das Takeaway. Man darf nicht immer nur an die Stromproduktion denken. Man muss immer auch an das Netz mitdenken. Ja. Und wir haben heute auch gelernt, dass ein neues AKW wahnsinnig viel kosten würde. Kein Mensch muss finanzieren und es wird viel zu lange dauern, bis es da steht. Wir brauchen den Strom vorher. Vielen Dank. Das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Wir können weiter diskutieren. Sie können mir schreiben über Twitter, Facebook oder auch über LinkedIn vor allem oder mir auch ein Mail schreiben an ecotalk@srf.ch. Vielen Dank meinen Gästen Werner Luginbühl, Suzanne Thoma und Gianni Operto für die Diskussion. Jetzt folgt da bei uns der Talkshow persönlich. Der nächste Eco-Talk heute in einer Woche, dann ein spezieller Eco-Talk. Den nehmen wir nämlich auf am Swiss Economic Forum in Interlaken am nächsten Mittwoch. Dann mein Gast, Bundesrätin und Justizministerin Karin Keller-Sutter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Woche.